Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch eine weitere Aufgabe vom Känguru-Wettbewerb vor. Wenn ihr erstmal selber knobeln wollt, dann pausiert das Video hier bitte erst einmal. Probiert's. Ansonsten erkläre ich jetzt einmal die Lösung. Also zwischen Talort und Bergdorf besteht aus einer eingleisigen Zugstrecke. Zu jeder vollen Stunde startet von Talort ein Zug, der zu einer 40-Minuten-Fahrt nach Bergdorf und gleichzeitig ein Zug von Bergdorf, der zu einer 30-Minuten-Fahrt nach Talort führt. Beide Züge fahren mit konstanter Geschwindigkeit. Eine Ausweichstelle mit zwei gleichen sorgt für den reibungslosen Verkehr. Wo befindet sich die Ausweichstelle? Also sprich, dass die Züge nicht aufeinander knallen und alle blutig krepieren. So, wenn wir uns die Aufgabe jetzt erstmal überlegen, haben wir ja zwei Angaben. Also es gibt einmal die Fahrzeit den Berg hoch. Das ist 40 Minuten. Es gibt einmal die Fahrzeit den Berg runter. Das ist 30 Minuten. Macht ja auch Sinn, den Berg runter müssten wir ja auch schneller fahren können. Wo es jetzt hier für viele Leute halt tricky bei der Aufgabe wird, uns fehlt irgendwie eine wichtige Information. Wir wissen ja gar nicht, wie lang diese Strecke ist. Und bei der Aufgabe können wir eine Annahme über die Streckenlänge treffen. Der Witz ist, egal welche Annahme ich später nehme, welchen Wert ich nehme, wir kommen tatsächlich immer aufs gleiche Endergebnis. Warum? Weil wir hier nur eine Verhältnisrechnung machen, weil wir nur wissen, wie lange das braucht von der Zeit her. Wenn ich mir aber irgendwelche Werte überlegen kann, soll ich vielleicht auch einen Wert nehmen, der gut zu rechnen ist. Und dass der Wert später jetzt gut teilbar ist, zum Beispiel mit 30 und 40 halbwegs, würde ich jetzt das KGV von 30 und 40 nehmen. Das ist das kleinste gemeinsame Vielfache, also eine Zahl, wo 30 und 40 reinpasst. Das sind 120 Kilometer und das ist jetzt auch meine Annahme. Was jetzt gut an dieser Annahme ist, wir können es auch noch mal kurz gut durch 6 teilen. Dann weiß ich nämlich im Endeffekt, dass jeder einzelne von diesen Bereichen hier 20 Kilometer ist. Und dadurch, dass wir jetzt hier eine Zahl angenommen haben, können wir auch konkret rechnen. Dazu brauchen wir vielleicht noch kurz eine kleine Formel, nämlich die Formel Strecke ist Zeit mal Geschwindigkeit. Da kann ich mir nämlich Folgendes überlegen. Also den Berg runter. Haben wir ja dann S ist gleich T mal V, also 120 T Minuten. 30 mal V geteilt durch 30 auf beiden Seiten, dann wissen wir, die Geschwindigkeit ist 4. Aber das sind dann 4 Kilometer pro Minute. Die Einheiten sind jetzt tatsächlich nicht ganz so wichtig. Dann 120 und das ist jetzt über den Berg rauffahren. Das ist 40 mal V geteilt durch 40. Dann haben wir 3 Kilometer pro Minute als Geschwindigkeit. Und jetzt kann ich hiermit eine Rechenüberlegung machen, wann die beiden sich theoretisch begegnen würden, weil wir müssen ja theoretisch rausfinden, wenn es keine Ausweichstelle gäbe und beide fahren voll aufeinander zu, wo kollidieren die miteinander? Jetzt kann ich mir Folgendes überlegen. Das eine fährt ja dann mit 3 Kilometer pro Minute, das andere mit 4 Kilometer pro Minute. Also 3 mal t und ich finde jetzt erstmal raus, wann sie kollidieren. Plus 4 mal t ist 120. Weil im Endeffekt, wenn der mit der Geschwindigkeit irgendeine Zeit fährt und der mit irgendeiner Geschwindigkeit Zeit fährt und ich rechne die beiden mit Plus zusammen, dann komme ich irgendwann auf die Gesamtstrecke. Und wenn das erreicht ist, müssen sie kollidieren. Dann haben wir 7t sind 120
aufgeteilt durch 7, dann nach 120 Siebtel Minuten. Das ist jetzt kein glatter Wert, aber wir brauchen es später auch gar nicht so exakt. Weil jetzt weiß ich ja zum Beispiel, dass der hier, also wenn wir den Berg rauffahren, fährt ja mit 3. Also überlegen wir uns nochmal, S ist gleich T mal V. Also kann ich sagen, die Strecke, die der fährt bis zur Kollision, ist 120 Siebtel, das ist ja die Zeit, mal 3. Das sind 360 Siebtel. Und jetzt können wir hier noch eine kleine Nebenrechnung dazu packen. 360 geteilt durch 7 geht hier 5 mal rein. 35, 1 übrig, 0 runterholen. 51 minus 7 ist 3. Also jetzt wird es noch weitergehen. 51, irgendwas. Der Trick ist jetzt aber, ich brauche den Wert gar nicht so genau, weil ich muss ja nur wissen, in welchem dieser Streckenabschnitte ist das. Und wir wissen jetzt, es hat 51 Meter ungefähr, es wäre die Kollision. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, in welchem dieser Streckenabschnitte sind 51 Meter. Also hier haben wir 20, da ist er nicht drin. 20 plus 20 ist 40, da ist er auch nicht drin. Aber zwischen 40 und 60 Meter ist er. Also hier irgendwo wäre er dazwischen. Also müsste im Endeffekt diese Ausweichstelle im dritten Abschnitt sein, also hier. Also müsste Antwort C richtig sein. Vielen Dank an den Känguru-Wettbewerb Alexander Unger, der mir erlaubt hat, hier Aufgaben vorzustellen. Wenn ihr selber Interesse daran habt, an dem Wettbewerb teilzunehmen oder noch mehr von diesen knobeligen Aufgaben machen wollt, sie haben alles von allen Klassenstufen und Altersklassen. Ich gebe euch extra noch mal einen Link unter dem Video hier, wo ihr mehr Aufgaben findet oder euch auch zum Wettbewerb anmelden könnt.